Mein Name ist Alina Hessler und ich führe mal Regie bei unserem diesjährigen Winterstück Heidi. Leider ist das heute auch schon wieder unsere letzte Vorstellung. Umso schöner ist es, dass Sie alle hier sind und wir freuen uns nochmal für Sie spielen zu können. Deswegen sage ich jetzt viel Spaß. Bühne frei! Auf Wiedersehen, Öli.
kannst du nicht mehr sprechen? Gott sei Dank. Ich dachte schon, du könntest nichts mehr sagen. Das wäre eine einsame Zeit mit dem Bein geworden. Du redest nicht und ich höre zu. Ich will auch sein. So? Ich darf nicht mitfahren. Warum nicht? Du kannst mich alles fragen. Wie soll ein Kind die Welt verstehen, wenn es nicht fragen darf? Aber ich habe dir schon. Ach, die Tante Peter ist eine dumme Bude. Wollen wir ihn vergessen? Das ist der Geistespeter. Hallo Peter. Er bringt die Geißen am Morgen aus dem Dorf hinauf auf die Alm. Dort weint sie den ganzen Tag und am Abend bringt er sie zurück. Stimmt's, Peter? Und wo stimmt? Das ist Heidi. Was hast du da? Das sind meine Kinder. Die haben sich alle beieinander gebracht. Und weil sie gebraucht wurden, wurde sie ausgebrochen. Das war richtig so. Wer ist ja zerflossen bei der ganzen Hitze? Was habe ich vorhin gesagt? Genau. Wir wollen sie vergessen. Ja. Genau. Das ist doch. Was? Ach nichts. Ich nur rede schon. Aber der Öhi hat gelacht. Ich werde hören. Nö, das passt mir überhaupt nicht. Ich hätte nämlich eine Aufgabe für dich, aber wenn du verrückt wirst, dann wird nichts daraus. Ja, ich habe eigentlich nur so gesagt. Ach so, ja, dann ist gut. Das hier ist die Heidi. Sie wird mit dir auf die Arm gehen. Dann ist wirklich mit dem Peter auf die Heide gehen. Nimmst du mich mit? Klar. Immer nur Geld, wenn es langweilig. Du wirst mir schön auf die Heidi aufpassen. Dass sie auch ordentlich ist und nicht über die Felsen hinabstürzt. Ja. Ist klar? Ich werde schon richtig machen. Gut. Also morgen wirst du die Heidi mitnehmen. Morgen, ja, ist gut. Okay. Peter, ja? Hast du nicht was vergessen? Oh, Schwedi. Ach, ein Geistgeneral, der einen seiner Soldaten vergisst. Das hier ist Schwedi. Das ist Schwedi. Sie geht jetzt mit dem Peter auf die Alm. Dort weidet sie den ganzen Tag und am Abend bringt sie wieder zurück. Schwedi, und so weit ist es. Ich bin die Heidi. Und wir wollen mit dir auf die Alm gehen. Es ist so schön, ich möchte gleich schlafen gehen. Nein.
Nein, nein, nein. Zuerst willst du abwickeln. Aber du hast doch nur eins geholfen. Ja, das ist richtig. Weißt du was? Morgen baue ich einen zweiten. Wieder ein. Was? Ich denke schon. Das geht. Was stellen wir zuerst den Tisch da dran? Da den Stuhl. Und dann können wir beide tun. Thank you.
sieht das aus, wenn wir uns in die Sonne untergehen? Wir lassen den Palmen blühen. Das war schön. Wenn wir schon über schön reden, ich weiß, was das Allerschönste ist. Was für Peter? Das ist das zweite Mal, dass der irgendwie lacht. Heidi! Heidi! Bitte? Heidi!
Heidi! Heidi? Bitte, wo seid ihr? Heidi! Heidi! Heidi? Ui. Ich glaube, dass es für Heidi besser ist, wenn sie unter Menschen aufwächst. Ich habe sie mitgenommen nach Frankfurt. In einem guten Haus wird Heidi eine ausgezeichnete Erziehung genießen. Hier wird sie ja nur zum Bauernkrampe. Bitte. Heidi! 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 Und auch für die Freizeit. Wir hatten aber ein Mädchen aus
Auf ausgedehnten Ländereien betreibt er dort mit Alm- und Weidewirtschaft und er bewohnt ein prächtig gelegenes Landhaus. Das klingt ja ganz beachtlich. Nun, Sie kann uns Ihre Adresse dalassen. Wir werden uns gelegentlich mit ihr in Verbindung setzen. Danke, es ist gut. Sie kann gehen. Komm einmal näher, Kleine. Na, wie heißt du denn? Heidi, das ist doch kein richtiger Name. Wie heißt du denn richtig? Mit vollständigem Namen. Heidi, nur Heidi. Heidi, das ist doch eine Abkürzung. Für Heidelinde, Heidemarie oder Adelheid. Also wie heißt du jetzt? Heidi. Also ich werde dich Adelheid nennen. Und wie heißt du? Oh, Sie, Adelheid, bitte, Sie! Ich bin Fräulein Rottenmeier. Und niemand, ich betone es ausdrücklich, niemand würde es wagen, mich zu duzen. Und du, Sie, geben mir das falsche weiche Brot von dem Großvater, weil er sonst mit so viele Zähne hat. Du redest verwirrt, mein Kind. Naja, wir werden sehen.
Ich weiß nicht, ob das die richtige Anrede für Fräulein Clara ist. Normalerweise sagt man Fräulein und Sie. Warum? Weil Fräulein Clara die Tochter des Hauses ist. Darum. Da ist das so üblich. Heidi ist immer wie meine kleine Schwester. Und meine kleine Schwester sagt Clara und du. Gut, ganz wie Sie wünschen, Fräulein Clara. So, nun aber mal zum Ernsthaften. Zunächst muss ich dich bitten, diesen albernen Strohhut hier abzulegen, Adelheid. Man läuft in geschlossenen Wohnräumen nun einmal nicht mit einer Kopfbedeckung herum. Aber ich möchte doch gar nicht in geschlossenen Wohnräumen. Ich bin gar froh für den Großvater. Und dann möchte ich auch schon wieder gehen. Was? Du willst wieder gehen? Natürlich! Der Großvater wartet doch auf mich. Ich soll mich in das Leben erinnern, wenn der Schnee fällt. Was, Adelheid? Wirklich? Du kannst nicht einmal lesen und schreiben? Barmherzigkeit! Ja, man wird sehen. Aber an eine sofortige Heimreise ist überhaupt nicht zu denken. Das kann nur Herr Sesemann entscheiden. Herr Sesemann ist mein Papa. Er ist sehr gut. Aber leider auch. So, und nun zu den Dienstboten. Hier im Hause arbeitet eine Köchin und eine Putz- und Waschfrau. Zu diesen beiden Frauen wirst du überhaupt keinen Kontakt pflegen. Und das hier ist Sebastian. Ihn kennst du ja bereits. Ihn sprichst du mit Sebastian und er an. Und das hier ist Tinette, unser Kammermädchen. Sie redest du mit Tinette und sie an. Noch Fragen? Darf ich fragen, wer die kleine Dame ist und wer, wie wir sie anzusprechen haben? Gut, das ist wirklich ein Problem. Fräulein Adelheid, das wäre wohl zu bedeuten. Thank you.
Mama. Also, erst
Eine Ziege. Sie sagen also allen Ernstes, dass Sie mich in einer Ziege von meiner wichtigen Erstattungsreise aus Paris zurückgeholt haben? Es ist nicht nur die Ziege. Ach so, nicht nur die Ziege. Darf ich Sie erinnern, dass Sie in dem Brief, den Sie sich noch einmal selbst vor Ihrer Erinnerung. Sehr geehrter Herr Sesemann, zu meinem Bedauern muss ich Ihnen heute mitteilen, dass mit dem Schweizer Mädchen Adelheid allerlei Unheil in ihr so ruhiges und vornehmes Haus eingezogen ist. Sie schleppt monströse Untiere aus, sammelt altbackene Brötchen, lenkt Fräulein Clara ständig vom Unterricht ab, kann weder lesen noch schreiben. Kurz, dieses Kind übt meines Erachtens nach einen schlechten Einfluss auf ihre Tochter aus. Und so weiter und so fort. Ich komme also mit den schlimmsten Befürchtungen, wie Sie sich sicher denken können. Und was finde ich vor? Meine Tochter Clara mit leuchtenden Augen, roten Wangen, das immer traurige, blasse und stille Kind, das lacht auf einmal und blickt ganz glücklich auf mich. Und dieses Mädchen Heidi hat unser Clara das Lachen gelehrt. Und zum Dank wollte sie nun wieder nach Hause zurückschicken. Wo habe ich das noch gar nicht gesehen? Dann bitte sehen Sie es so. Gut, Heidi ist ein Naturkind. Und sie hat nicht den gleichen Umgang gelernt wie Sie und ich. Aber Heidi ist ein gutes, fröhliches Kind. Sorgen Sie dafür, dass ich es auch leid. Sehr wohl, Herr Seen.
Mama! Schöne Geschichte.
Ach, Heidi. Ich kenne deine Krankheit. Du hast einfach Heimweh. Und ob ich kann es, und das werde ich auch tun. Aber erstmal musst du zurück ins Bettchen. Thank you.
vergessen? Deswegen bin ich doch nach Frankfurt gegangen. Das war aber ein weiter Einkauf. Du hast die Diäte also angestellt. Nun, mein Auftrag wäre erledigt. Ach, wobei, diesen Brief hier hat mir der Lesemann noch gegeben. Aber nun muss ich los. Ich muss den letzten Zug noch nach Basel erreichen. Ja, dann bleibt mir nur ihm für Ihre Mühe zu danken. Na, gern geschehen. Nicht jemanden vergessen. Ja, von mir aus bin ich auch gefallen. Ich wollte nur, dass ich alle nicht mehr besuchen werde. Bis bald, Heidi. Mein Herr. Bis Sebastian. Wichtiger auf der Alm. Und den Sebastian kennt ihr bereits.
aus Angst vor den Ziegen, den wirklich erschreckenden Tieren. Wie schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe mich so schön auf alle gefreut. Kai, du hast nicht übertrieben. Es ist wunderschön hier. Schau mal, Papa, wie weit man von hier sehen kann. Tatsächlich. Das ist eine herrliche Aussicht. Ja. Wenn wir schon mal dabei sind. Es fehlt doch jemand, oder? Wir haben doch jemanden vergessen. Oh, ich glaube, wir haben Fräulein Rottmeier irgendwo verloren. Oh. Na, Frau Rottmeier, sieh sie. Barmherzigkeit. Wenn mir jemand mal beweisagt hätte, dass ich je zur Bergsteigerin werden würde. Also, ich hätte es nicht geglaubt. Aber Sie haben es geschafft. Herzlich willkommen auf der Alm. Dankeschön. Ja, und Sie müssen bestimmt dieser Landsmann sein, den man gemein in den Almöhi nennt. Ja, der bin ich. Hm? Ach, und da ist ja auch unsere Adelheid. Ja. Ich meinte unsere Heidi. Es ist schön, dass so ihr ist recht. Ja, also Adelheid. Heidi, könntest du mir bitte euer Badezimmer zeigen? Also ich bin so ein bisschen hier rangiert und möchte mich ein bisschen frisch machen. Ja, also so ein Badezimmer haben wir hier oben noch nicht geschafft. Aber grundes, wunderbar frisches Wasser. Bitte? Ja. Der Vorschlag von Herrn Öhe finde ich schon gut. Nur
Fräulein Clara Box hat eine besondere Pflege. Zum Beispiel muss von ihrem Rollstuhl ins Bett getragen werden. Warum heben die den Reifen ein? Heute wollte ich mir auf die Arbeit.
wird aber nicht gehen. Warum denn? Der Schule ist weg. Ganz ja. weg. Aufgebrochen, da kann ich nicht wieder reinmachen. Das? Ja. Nein. Ich muss hier bleiben. Und da war. Ja, ich muss das schon so gefreut. Heidi hat mir schon gut viel erzählt. Auch damals. Ich werde Clara tragen. Okay. Ja, dann auf zur Weide.